Im Jahr 1993 gab sie Alexander zu Schaumburg-Lippe, 63, ganz romantisch das Ja-Wort. Damals war Prinzessin Minnie zu sein Wittgenstein, 49, gerade einmal 21 Jahre alt. Ihr Liebesglück galt damals als romantisches Märchen, das durch die Geburt des gemeinsamen Sohnes Heinrich Donatus, 27, noch gekrönt wurde. Doch das Feuer der Leidenschaft wollte nach 9 Jahren nicht mehr lodern. Im Jahr 2002 ließen sich die beiden Adeligen nach 9 Jahren Ehe wieder scheiden. Interner Größenwahn. Im Video oben seht ihr, was Minnie zu sein Wittgenstein über ihre Let's Dance-Teilnahme zu sagen hatte. Auch ihre zweite Ehe mit dem italienischen Designer Lembrance Milano, mit dem sie Tochter Lana, 15, teilt, ging in die Brüche. Mittlerweile wohnt die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin als stolze Singlefrau auf Schloss Bückeburg in Niedersachsen. Und das soll sich auch so schnell nicht ändern, wie Minnie in einem aktuellen Interview sagte. Minnie zu seinem Wittgenstein, mich mit einem Partner festzusetzen, ist nicht mein Ding, wie die 49-Jährige gegenüber der Bild-Zeitung klarstellte, sucht sie aktuell nicht nach einem neuen Partner. Im Gegenteil, ich war 2-mal verheiratet. Mich mit einem Partner festzusetzen, ist nicht mein Ding, so Minnie zu sein Wittgenstein offen. Die 49-Jährige konzentriere sich stattdessen viel lieber auf die Meilensteine, die noch vor ihr liegen. Ich werde im September 50. Alles braucht seine Zeit. Lilly zu sein Wittgenstein, sie pflegt ein freundschaftliches Verhältnis zu ihrem Ex. Die schöne Blondine scheint mit sich im Reinen zu sein. Vielleicht erklärt dies auch das freundschaftliche Verhältnis mit ihrem Ex-Mann Alexander zu Schaumburg-Lippe. Im Interview mit T-Online erklärte Lilly vor kurzem erst, wie aus einer zerbrochenen Liebe eine gute Freundschaft werden kann, indem man diese Liebe weiterlebt. Die Liebe heißt ja nicht immer, dass man jemanden besitzen muss. Die wahre Liebe ist, wenn man jemandem stets das Beste gönnt.